Mit dem 13. Teil des Minecraft Eisenkohle Gold Estate graben jetzt noch das ganze Erz hier weg. Nur dass da auch noch ein Lied hier. Oh, die Wand wieder zu. Da sieht man ja das Erz auch nicht mehr. Und der Boden sollte auch aus Holz bestehen. Nochmal mehr Holz holen. Ich hätte ja durch dieses Fichtenholz roden natürlich auch wieder ein bisschen davon was bekommen. Ein bisschen Holz. Sieht eigentlich schöner aus. Wenn hier alles aus Holz besteht, dann muss ich ja hier noch die drei wegmachen. Hier auch wieder um Holz. Hier natürlich auch nochmal hin. Ja, und die Decke muss natürlich dann auch aus Holz bestehen. Nochmal hier Holz. Natürlich. Nein, hier nicht. Da soll das Holz nicht hin. Auch Holz hin. Komm noch in die Fackel. Hier auch die Decke wieder rausreißen sozusagen. Die Decke kommt hier raus und da kommt hier auch Holz rein. Auch mein Holz schon ausgegangen. Generell sieht das eigentlich schöner aus. Und müssen natürlich hier noch ein paar Blöcke tiefer noch alles, das auch aus Holz bestehen lassen. Was gefällt dieser Baum denn nicht? Da ist bestimmt ein Stück Holz drin, ne? Da ist noch Holz. War noch ein Stück Holz drin. Ne? Die Tannensetzlinge, die kommen hier hin. Ich brauche ja das Tannen- oder Fichtenholz. Nehme ich mal ein bisschen mit. Und ernte auch hier diese Bäume ab. Und weiter, hier ist auch noch so ein Baum. Hier habe ich reichlich Fichtenbäume, das heißt, hier habe ich dann keine Probleme mit diesem Holzmangel. Jetzt mal. Oh, ich bin da rübergekommen. Ich könnte jetzt auch wieder ein Brot essen. Um wieder satt zu werden. Ich will natürlich kein Deabonnement haben. Ich will ja eigentlich, dass meine Abonnentenzahl steigt und sinkt. Nein, ich habe Zuckerrohr, die Weizensamen brauche ich dafür.
blockt ihn auch jeweils immer nur ein. Da liegen auch schon wieder zwei Fichtensetzlinge rum. Können die auch nochmal nicht viel weitere holen. Natürlich. Die restlichen Setzlinge mitnehmen, die kann ich natürlich alle noch zusätzlich zu der Tannenbaumfarm packen, weil es ja alles auch Tannensetzlinge sind. Aber 64 brauche ich gar nicht. Ich könnte eigentlich eher 30 nehmen und die 64 steckt da rein. Damit ich den hier nochmal in Holz verwandeln kann. Also mit Fichtenholzbretter. Das ist einfach ein bisschen mehr verschönerungstechnisch. Und natürlich hier auch. Und natürlich auch die Schienen erstmal wegmachen. Hier will ich das machen. Das ist so der so eine Eck hier. Dass man hier erstmal nur Holz sieht. Hier kommt alles Holz hin. Auch Lavasee, das ist ein Lavasee, das heißt, da muss ich erstmal etwas anders machen. Nochmal hier einen Schutz verlegen, damit das Holz nicht angezündet wird. Ja, und Lavasee-Problem. Und hier natürlich die Decke muss auch noch gemacht. Das heißt, das könnte, hätte auch ein heikel werden können, hier mit dem Lava, und auf einmal hätte auch mein ganzes Haus gebrannt. Weil ich jetzt hier alles dann auf Holz bestehen lasse. Der ist verbaut. Das hat hier richtig viel Lavasee. So, das mal mit Holz ausgestattet. Muss natürlich hier ein bisschen auch nochmal machen. Zack, Lava. Ich muss das ein bisschen anders machen. Damit das Holz nicht angesteckt wird, muss natürlich hier auch weiter will ich das auch jetzt nicht machen. Soll auch erstmal nicht weiter führen. Das mit dem Holz ersetzen hier. Die Decke soll auch noch einmal kurz restauriert werden. Weil Holz sieht einfach schöner aus, als wenn der Stein und Eisen und Gold als zu sehen ist. Anders gemacht, den muss ich dabei jetzt hier. Ah, das kann ich ja auch noch ersetzen. Ist natürlich wieder unter Lavasee. Natürlich hier deswegen noch.
packen. Und natürlich, dass wir den Ski noch wieder hier in den Griff bekommen. Wie hätte ich das denn gemacht hier? Kann man auch irgendeine Füße schmieren. Dann noch eine normale Schiene und eben noch meine Wetzenfackel. Eigentlich rein technisch nur, aber was ich jetzt in dem Part mache, ist eigentlich nur verschönern des Hauses, hier sozusagen vereinheitlichen. Wird das mit dem Untergrund nicht mehr so sichtbar. Also man denkt irgendwie, das gehört jetzt hier alles noch zusätzlich zum Haus, muss man jetzt sagen. Also das hier das Holz drumherum gerahmt ist, gehört noch zusätzlich zum Haus. Das hier ist ja also der Bahnhof, da gehört ja nicht zum Haus. Es ist Nacht geworden draußen. Es ist Nacht und da ist auch, da kann man direkt wieder hochlaufen mit einem Haus. Sind hier irgendwelche Monster gespawnt? Ach, ein Schwein ist das. Schweine sind nämlich gefährlich. Sind hier irgendwelche Monster mal gespawnt? Sind hier ziemlich mau, sieht das hier aus. Ziemlich leer. Es ist doch Nacht und die Monster sind angeschaltet. Da hinten sind zwei Creeper. Da will ich erstmal hin. Creeper da hinten. Erfahrung hier. Ich muss mal runter in der Erfahrung. In Experience-Punkten. Jetzt habe ich auch hier ein paar Cobblestones. Ich mache hier auch eine Erweiterung. Hier erstmal auf drei Blöcken Breite. Noch ein Creeper. Da ist nichts los. Oder ein Creeper, der lang schwimmt. Wird so in der Breite immer gemacht. Damit hier beidseitigen Schienen gelegt werden können. Und natürlich müssen die auch. Bin ich ja relativ nah am Creeper dran. Da ist ein Creeper. Das sieht er mich auf. Creeper. Und jetzt ist das Schwert auch kaputt gegangen. Gold, das Haus. Diese Nacht will ich nämlich hier draußen verbringen. Jetzt dann die. Jetzt geht diese Erweiterung. Kann man es ein bisschen schneller machen.
dann sind wir so. Und jetzt habe ich den Kontakt verloren. Und mehr habe ich. Da ist nichts in Sicht. Und es wird schon auch wieder hell. Morgendämmerung setzt ein. Kann ja auch wieder zurücksprinten. Also irgendwann wird das hier auch fertig sein, dass ich hier Schienenstrecke habe. Weil persönlich brauche ich mir das Glas nicht. Und da dieser Kobbel, der ist auf dem Weg. Das sieht hier eigentlich alles schön einheitlich aus. Dieses ganze Brennmaterial, das packe ich alles erstmal rein. Da ist schon mal 1,64 Stück. Jetzt muss ich noch ein bisschen mehr Gold farmen. Da ist ein Eisenfarm, da ist Gold. Da unten ist ja noch eine Goldfarm. Hier ist Gold. Das ganze Goldvorkommen hier abgraben. Gold. Damit ich die Öfen auch nochmal wieder laufen lassen kann. Das ist ein Geräusch. Und hier ist wiederum Eisen. Also dieses Goldvorkommen ist auch direkt an ein Eisenvorkommen gebunden. Das ist ein bisschen dunkel hier. Jede Menge Gold hier. Und hier ist auch Eisen. Das ist ja so ein neuer Ding, dass man in dem Sinne mehrere Items auf den Haufen kommt, dann verbinden die sich zu einem Stapel. Mit dem Golderz kann ich nichts abbauen. Golderz. Und jetzt mal wieder hoch. Habe ich auch wieder ein bisschen Material gesammelt. Hier lasse ich ja natürlich das ganze Erz drin. Es wäre noch viel aufwendiger, wenn ich hier als ersetzen würde, das Holz. Außerdem ist hier der Lavasee, das heißt, wir würden Schwierigkeiten haben, mit dem Holz durchzubauen. Ich habe nochmal mehr Gold gesammelt. Wenn ich hier 3,64 Stacks habe, dann ist das schon mal gut. Ich habe hier 64, hier 64, hier 64, also ich kann wieder 3 reinpacken. Und natürlich ein bisschen mehr Holzkohle dafür. Ich muss ja mindestens 8 haben. Ich kann ich 64 reinschmeißen, hier kann ich 64 reinschmeißen. Und hier kann ich auch nochmal 64 reinschmeißen. Weil die Truhe ist schon fast voll hier. Fast voll mit Eisen und Goldbarren. Das ist schon alles in den 13 Parts schon alles abgebaut habe. Das ist schon so eine Menge.
von der Länge 64 Stacks und noch weiteren Arbeit. Dann hoffe ich mal, dass der Part euch gefallen hat. Dann zeigt mir mit Daumen nach oben, kommentieren, auf teilen oder favorisieren, aber auch gerne ein Abo auch gerne gesehen. Und dann bis zum nächsten Part.